Hallo und willkommen bei German Blank in Ärger Reviews. Keine Sorge, ich bin nicht völlig durchgedreht. Es geht heute mal wieder um eine Taschenlampe. Ich weiß, das finden viele von euch scheiße, aber in dem Fall hat es auf dem Kanal auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, weil es geht um eine kleine EDC-taugliche Lampe, die wirklich klein und leicht ist, mit nur 71 Gramm perfekt zum Everyday Carry geeignet ist, auch zur Selbstverteidigung, weil sie einen starken Strobmod hat. Insgesamt hat das Teil eine Power von 2300 Lumen. Es geht um die True Night TC15 mit einer nagelneuen Cree XHP 35 LED. Die ist wirklich saustark. 35, Quatsch, 2300 Lumen in so einem kleinen Teil ist wirklich der Hammer. Eine super kleine EDC-Lampe, gute Qualität. Und sowas ist tatsächlich für die Selbstverteidigung geeignet. Weil es ist einfach zu bedienen, wirklich für jeden. Und wenn ihr so eine Lampe, so eine starke Lampe mit einem wirklich starken Strobmod, in dem Fall sind das hier 830 Lumen in der Strobfunktion. Sorry, mal ganz kurz. Wenn ihr das in Verbindung mit einem Pfefferspray dabei habt, da könnt ihr einen Angreifer wirklich effektiv verwirren und kurzzeitig ausschalten, sodass ihr eine Möglichkeit zur Flucht habt. Und es geht einfach und allein darum, ein Zeitfenster sich zu verschaffen, in dem man flüchten kann. Und das kriegt ihr damit definitiv hin. Ich zeige euch das mal. Ah. Oh, ist das fies. Ich mache gerade einen Selbstversuch, voll in die Augen. Ich sehe gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sehe nichts. Jetzt bin ich mal fies und blende euch mal. Wenn ihr einem das in die Augen leuchtet, in Dunkelheit, ihr werdet in der Dunkelheit angegriffen und blendet einen Angreifer damit, dann habt ihr vielleicht noch einen Pfefferspray dabei. Ja? Ich mach's mal wieder aus. Und den Firefly-Modus an. Hallo. Sorry. So, na, zoom ran. So. Also wenn ihr einen damit blendet, in der Dunkelheit einer damit überrascht wird und direkt in die Augen, dann seid ihr 20 bis 30 Sekunden definitiv, oder ist der Angreifer 20 bis 30 Sekunden völlig orientierungslos. Und wenn ihr in dem Moment, während ihr ihn strobt, auch noch ein Pfefferspray mit da reinjagt, dann habt ihr eine super Chance, aus der Situation zu entkommen und habt ihn definitiv verwirrt und kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. Und darum geht es ja einfach. Jemanden nicht zu töten oder was weiß ich was in dem Fall, sondern sich eine Möglichkeit zur Flucht zu verschaffen. Ja, das ist einfach eine super Möglichkeit für alle, auch für Frauen. Ja, einfach für jeden, der körperlich auch nicht groß was größeren, stärkeren Angreifern entgegensetzen hat. Man muss keinen Kampfsport oder irgendwas können. Ihr habt einfach so eine Lampe dabei, die ist klein, die ist leicht, die stört euch nicht. Im Notfall benutzt ihr die in Pfefferspray. Auf jeden Fall auch dabei haben. Und das reicht dann oft schon. Für jemanden, der nicht groß irgendwas anderes dabei haben möchte oder kann oder was auch immer, ist das eine super Möglichkeit. So, und deswegen zeige ich euch heute diese Lampe. Jetzt kommen wir mal zu den technischen Daten. Und dann sehen wir uns gleich hier nochmal wieder im Dunkeln. Viel Spaß! Dann gucken wir uns mal an, was alles mitgeliefert wird. Kommt also in diesem Karton. Habt ihr hier zuerst die Lampe drin. Eine Bedienungsanleitung. So ein Kärtchen. Und dann habt ihr hier einmal so ein Gürtel-Etui, was euch ein Gürtel machen kann, so ein Holster, ein USB-Ladekabel. Hier ist noch Ersatzdichtung drin und so ein Lanyard hier. Und natürlich der Clip. Den Clip und das Lanyard mache ich immer ganz gerne ran an die Lampen. Könnt ihr euch schön, habe ich jetzt schon mal gemacht hier, weil es nicht so lange dauert. Das kann man hier ganz schön in die Hand nehmen. Hat es sicher, wenn es mal runterfällt. Und das könnt ihr euch hier super an Gürtel klippen zum Beispiel oder eine Tasche außen. Coole Sache. Zum Gürtelholster hier. Ist auch robustes Nylonmaterial hier. Klettverschluss. So sieht das Ganze aus. Ich persönlich nicht, dauert mir immer zu lange. Dafür habt ihr ja auch den Clip zum Beispiel, ne? Ja, hier wie gesagt das USB-Ladekabel, könnt ihr schön am Laptop laden.
Genügend Ersatzdichtungen sind halt dabei, genauso wie ein Ersatzschalter. Zweimal hier. Ja, Schalterabdeckung. Soweit dazu. So, dann kommen wir mal kurz zu den technischen Daten hier. Die TC15 von True Night hat eine Cree XHP35 LED der neuesten Generation, die eine Power bis zu 2300 Lumen möglich macht. Also wirklich cool. Für dieses kleine Teil hier, ne, wirklich kleine, tolle EDC-Lampe mit so viel Power. Das ist echt Wahnsinn. Ihr habt hier diese Einschalterbedienung, wie man das kennt von True Night. Und ihr habt insgesamt 6 verschiedene Modis. Der Turbo-Mode liegt für 2 Minuten an, wenn ihr einen Doppelklick macht. 2300 Lumen. Danach schaltet das Teil automatisch nach 2 Minuten um auf 820 Lumen. Das habt ihr dann noch 83 Minuten lang. Oder ihr geht in den High-Modus mit 1050 Lumen, da könnt ihr 90 Minuten leuchten. Oder im Medium-Modus mit 250 Lumen könnt ihr 6,5 Stunden leuchten. Im Low-Modus mit 25 Lumen könnt ihr bis zu 68 Stunden das Teil anhaben. Im Firefly-Modus mit nur einem Lumen 41,5 Tage sogar. Oder der Strobe-Mode, was das Teil natürlich interessant macht als EDC-Lampe auch für die Selbstverteidigung. Im Strobe-Mode bis zu 180 Minuten. Den zeige ich euch jetzt schnell mal hier schon mal im Dunkeln. Und zwar drückt ihr dafür dreimal drauf und da wird man wirklich, wenn ihr euch das Teil mal selber, wie ich das eben hatte, mal für 20 Sekunden in die Augen leuchtet oder nur ganz kurz für 10, dann seid ihr komplett orientierungslos. Also das ist schon echt eine gute Sache, wenn ihr eine Lampe habt, die so einen Strobe-Mode hat. Und der ist auch gar nicht so schwach hier mit 830 Lumen, also absolut dafür geeignet, jemanden kurzzeitig zu verwirren, um zu flüchten oder um ihn mit irgendetwas K.O. zu schlagen oder Pfefferspray noch zusätzlich. Das ist sowieso eine gute Kombination, Pfefferspray und so eine Lampe hier als EDC-Lampe, die einen Strobe-Mode hat. Eine gute Kombination, da könnt ihr Leute mit überraschen, mit blenden, dann das Pfeffer rein und weg. Also ist auf jeden Fall was ich empfehle dabei zu haben, als einfaches Mittel, was jeder anwenden kann, um irgendwie sich einen kurzen Moment der Flucht verschaffen zu können, ne? Durch diesen Strobe-Modus. Echt eine gute Sache. Ja, soweit dazu. Das habe ich euch alles erzählt. Natürlich ist das Ding wieder hier stoßsicher bis 1,5 Meter Falltiefe. Achso, leuchtet bis zu 246 Meter weit und ist wasserdicht nach dem IPX8 Standard und das sind 2 Meter. Soweit erstmal dazu. Dann ist ja noch das Gute, ihr habt hier eine LED verbaut. Wenn das Teil voll geladen ist, leuchtet die immer hellblau. Wenn sie kurz davor ist, dass ihr sie laden müsst, dann wird das irgendwann hier rot. Und bevor es dann ganz leer ist, blinkt das auch noch rot. Also ihr seht das hier ganz gut. Während ihr ladet, leuchtet es dann auch dauerhaft rot. Geht dann irgendwann in blau über, dann wisst ihr, es ist voll. Also ganz gut mit der Anzeige. Akkumäßig schauen wir noch mal rein. Ich habe jetzt hier den großen 1860-15er 3100 mA, 3,6 Volt. Ihr könnt natürlich auch die mit einem entsprechenden Adapter zwei kleine reinpacken. So sieht das Ganze aus. So, dann zeige ich euch noch mal kurz die Schaltmode hier im Dunkeln. Wenn die Lampe eingeschaltet ist, wird durch langes Drücken durch die Modis Low, Medium und High geschaltet. Das sieht dann so aus. Ich schalte jetzt mal in den Modus Firefly. So, dann drücken Low, Medium, High. Ja. Wenn ihr Doppelklick macht, wenn die Lampe aus ist, seid ihr im Power-Modus mit 2300 Lumen. Wenn ihr nochmal Doppelklick macht, seid ihr im Strobe-Mode. Die Lampe startet immer in dem zuletzt verwendeten Modi, außer jetzt zum Beispiel Strobe oder den Turbo-Modus. Ihr müsst halt extra einschalten. Und ich zeige euch noch einmal kurz die 2300 Lumen hier im Dunkeln. So sieht das Ganze aus. Na, zoom noch mal ran, Mensch. So. So sieht das Ganze aus. Wirklich sauhell.
So Leute, jetzt kommen wir hier mal ganz schnell zum Ende. Es ist eine super geile kleine EDC-Lampe für die Selbstverteilung, absolut geeignet durch den Strobmodus und 38 Lumen. Ansonsten der Hammer, 2300 Lumen für dieses kleine 71 Gramm leichte Teil ist der Hammer. Super günstiger Preis. Wenn ihr das Ding kaufen wollt, könnt ihr das tun. Hier in der Videobeschreibung habe ich euch einen Link reingepackt. Das ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, wenn ihr das Ding über diesen Link bei Amazon kauft, kostet euch das nicht 1 Cent mehr, aber Amazon muss mir ein paar Cent abgeben. Das finde ich eine gute Sache. Alles klar. Bis zum nächsten Mal bei German Blinken Ärger Reviews. Ciao, Leute.